Ernsthaft? Ich hab den Punkt. Nein, 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 nein! Ich glaube, so sollte man eine Rampe oder eine Spirale, glaube ich, nicht nehmen. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu GTA Online. Heute diesmal alleine, denn so schnell kam Clay nicht oder so. Oder von wenn man oder so auf dem TS und alles, weil ich kam gerade erst von der Schule wieder. Deswegen kommt auch das Video erst ein bisschen später, weil ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, wieder eine Folge zu bringen. Hä? Achso, ich wollte schon fragen, wieso die Raketen nicht funktionieren. Deswegen muss ich mich selbst unterhalten hier. Und euch unterhalten. Aber das kriege ich schon hin, ey. Ich bin ja kein Noobchen, ne? Ja. Das sieht man ja gar nicht, wenn ich rumrutsche hier gerade. Perfekt durch da. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott, hallo. Jo, jo, jo. Okay. Ich habe mir das ein bisschen kleiner vorgestellt. Aber so ist natürlich auch okay. Denn das ist nämlich hier ein schöner Warride, also so ein, ich sag mal, so eine Spirale zuerst und dann geht die über zu einem Warride. Und gucken wir mal. Also, hallo, Musik. Danke. Ich muss erst Q drücken, dass die Musik erst überhaupt wieder anfängt. Na geil. Schön, ey. Ich muss mich hier selbst unterhalten, ich weiß. Aua, Ecke. Aber die Ecke haben wir gut mitgenommen. Oh Gott. Hui. Ernsthaft? Ich hab den Punkt. Nein, 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 nein! Ich glaube, so sollte man eine Rampe oder eine Spirale, glaube ich, nicht nehmen. Bin mir da aber ziemlich unschlüssig. Okay, das war schon mal kein guter Versuch. Aber eine schöne Landung wenigstens, ne? So, direkt mal wieder Self-Radio eingestellen. Das ist nämlich eine Qual bei GTA immer. Nein, zu stark eingelenkt. Mann, nee. So, jetzt wieder direkt Radio umstellen, oder? Jo. Easy. Ich kann's gut. Jetzt die Musik, die heitert mich auf. Ich schaff das mit der Musik. Und. Nein! Mann, wieso springt der denn so scheiße ab, ey? Das wird schwer. Also, ich sag mal jetzt, das wird wirklich relativ schwer, da überhaupt auf den Wallride raufzukommen. Okay. Ich habe mich wohl getäuscht, aber ich verliere die Traktion, weil ich zu tief gesprungen bin. Wieso steigt der jetzt nochmal aus? Muss man nicht verstehen. Oh, das Self-Radio ist mal so geblieben. Krass, ey. Nein, Mann, ey. Ich mache ab und zu auch so wie jetzt ungeschnittene Folgen. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt nicht immer die Zeit habe zum Schneiden. Ich will nämlich in nächster Zeit... Ja, die Explosion soll dramatischer machen, ja. Soll in nächster Zeit es so sein, dass ich öfters einfach so geschnittene Videos bringe. Dass das für euch spannend bleibt, dass es jetzt keine 50-Minuten-Folge, sage ich immer, wird. Vielleicht mache ich ab und zu so eine richtig Hardcore-Folge und so, so lang und so. Aber ich sag mal so, es wird ein bisschen geschnitten. Also ich sag mal so, bei Custom Maps, wie zum Beispiel der hier jetzt, muss eigentlich nicht geschnitten werden. Weil eigentlich denke ich mal, Mann, ey, ich hat's doch fast dramatisch genug ist. Ja, jetzt explodiere ich auch noch auf dem Baum, Mann. Ich glaube, es hackt, Mann. Und er steigt aus. Muss man nicht verstehen, oder? So, jetzt Self-Radio nochmal anmachen. Jetzt habe ich doch den Dreh raus mit dem Warray, mit der Spirale. Mann, wieso überdreht er sich denn ständig? Ah. Beste Musik. Nein, ich lenke nach rechts, obwohl ich nach links lenken müsste. Ich bin einfach zu schlecht. Einfach zu schlecht. Mann! Und ich explodiere schon wieder, Mann! Regt langsam auf, ey. Ich will es doch bloß schaffen, das ist doch wohl nicht so schwer, oder? Oder ich stelle mir halt bloß blöd an, ne? Kann natürlich auch sein. Liegt wahrscheinlich auch da dran. Ne? Jetzt komme ich schon wieder so auf, dass ich wieder runterfahre, Mann. Und ich hochlenken muss und mich dabei überdrehe. Und ich bin explodiert schon wieder, würde ich sagen. Aber ich bin Gott sei Dank respawn.
So, jetzt packe ich mal meine Hand auf dem Mauspad drauf. Vielleicht hilft das ja. Ausgebreitet die Hand. Es hilft nicht. Okay, ich packe die wieder ganz normal hin. Hilft mehr. So. Sylph Radio anmachen. Sylph. Ja. Das sah gut aus. Oh, jetzt bin ich schön weit oben und... Alright, Mann, lenk doch mal hoch! So wie es aussieht, wird er bei der Map hier bloß bleiben. Das will ich aber nicht. Eigentlich wollte ich nur eine zweite Map machen, aber das wird nichts, Mann. Ihr seht's ja selber. Wenn ich jetzt nochmal explodiert wäre, ne? Ich hätte mein Leben gehasst. Harden you, legal hard. Ja, kann ich auch. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt sieht's gut aus. Mann, wieso überdreht er sich? Mann. Das gibt es doch nicht. Ah. Ich will aber auch nicht auf meinen Tisch schlagen. Ich muss die Aggression einfach so auslassen. Nämlich schreie, Mann. Das regt schon so ein bisschen auf. Wie man vielleicht merkt, aber nur ein bisschen. Ich bin mir da noch nicht so richtig einig mit mir selbst. Ja! Ja! Ja, Mann! Endlich! Ja! Ich hoffe, ich habe keine zwei Runden eingestellt. Habe ich da nie drauf geachtet, Mann. Endlich! On Wallride? Den kriegen wir aber easy hin, sag ich dir. Ah. Ja, Mann. Oh, endlich, Mann. Nach gefühlten 10, 20 Minuten. Das waren aber gerade mal 5, nicht mal. Manchmal muss ich mich echt mal selbst loben. Och, nee. Och, nee, oder? Och, nee, oder? Ich hoffe, ich hab's jetzt drauf, oder? Ich hoffe, ich bin der Überking jetzt. Ja, sieht man jetzt hier schon, dass ich der Überking bin? Aber ich würde es jetzt noch nicht so klarstellen. Eieieiei. Die Runde war ja gar nicht gut gelaufen. So, jetzt ballern wir da durch. Rumdriften und Nitro durchziehen. Perfekt. So gut müsste ich auch mal fahren, wenn es um die Wallrides geht. Okay, so gut nicht, nee. Oder so, weil es echt, es wäre brillant. Dann würde ich alles First Try schaffen, Mann. Eieieiei. Ich bin aber echt noch unzufrieden mit meinem Tisch hier, weil die ganzen beiden Bildschirme, die stehen so eng aneinander. Die haben eine Diagonale insgesamt von 1,40 Meter und der Tisch ist gerade mal vielleicht einen Meter oder so breit oder so. Wo die beiden Bildschirme draufstehen. Die ragen locker über den Tisch rüber, aber so hat von. Die passen gerade so rauf. Der eine ragt ja sogar alleine mit dem Fuß schon rüber. Ich brauche unbedingt einen anderen Tisch. Ja, ist ja gut. Jetzt fahre ich direkt die Spirale weiter. Nein, falsch aufgekommen, Mann. Nicht explodieren. Wieso drehe ich mich überhaupt so, dass ich explodiere? Ich verstehe es nicht. Das sah schön aus im Hintergrund, wie der aufgeklatscht ist. Ich bin dafür, dass es noch mal so aussieht. Was sagt ich? Und explodieren? Nee, wow. Holy, ich bin froh. Und mal gucken, wie lange wir jetzt hier brauchen. So, wir haben mit 1 Minute 30 ungefähr angefangen. Nein, das ist schon mal kein guter Versuch. Oder? Nee. Woher wusste ich das, Mann? Das gibt das doch nicht. Self-Radio anmachen, ein bisschen coole Musik hören. Warum denn nicht? Ist doch cool. Perfekt. Oh, ich liebe dieses Lied. Nein, es sah so gut aus. Und ich bin... Och, Mann, ey. Ich muss gucken, ob ich eine Skype-Nachricht habe. Ich guck euch nicht an. Nee, ich guck nicht weg von der Kamera und ich explodiere. Also, ich würde mal so sagen, dass es mich so langsam aufregt. Bin mir aber immer noch nicht einig mit mir selbst. Oha, wie hoch war das denn? Alter! Holy shit, nein! 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 Nein, 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 nein! Och, Mann!
Projekt war so gut und ich verkacke, da weil ich der letzte Spasti bin, ey. Mann! Bitte. Bitte. Das sah wieder sehr gut aus. Und jetzt nicht zu der Linken, nicht zu der Linken. Ich hab's. Ja. Das ging deutlich schneller. Deutlich. Perfekt. So. Ja. Hui. Ich will gerade landen. Bin ich ja. Sehr gut. Seht ihr, sieht man ja hier. Ach, das war sogar ein richtiges Tor, oder was? Okay, ja, ist gleich nicht mehr. Warte mal, kann man überhaupt das umfahren? Warte mal, ich will mal kurz gucken. Kann man nicht, oder? Bin mir da aber ziemlich unsicher, warte mal. So, das Tor steht alleine noch. Ja, da geht's auf, ja. Kann ich das wirklich nicht umfahren? Nee, kann man nicht. Okay, interessant, ja, schön. Jetzt steht da ein einzelner Tor rum. Passt ja. Ich wollte bloß probieren, ob es geht oder nicht. Das wäre schön gewesen, wenn es gehen würde, aber geht's ja nicht. So, jetzt nochmal einen schönen Sprung elegant am Ende der Map. Perfekt, gut. Wir sehen uns gleich bei der zweiten Map. Die war mir ein bisschen zu kurz. 11 Minuten reichen nicht. Willkommen zur zweiten Map. Das ist eine Super Ramp Sky to Hell. Wie man unschwer lesen kann jetzt hier gerade auch nochmal. Ich frag mich. Wir starten anscheinend im Himmel und müssen hier eine riesige Rampe runterfahren. Weil da steht ja... Warte mal, wie hieß sie? Super Sky Ramp, Ramp to Hell. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Alles klar, ich würde mal sagen, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich weiß ja nicht. Mir gefällt's auf jeden Fall. Warte mal. LOL! Nein, da war ein Wallride! Ah, ich habe den Punkt Gott sei Dank nicht bekommen. Was ist das denn für eine Map, Mann? Alter, man fährt hier sogar durch die Wand. What the fuck, Mann? Dagegen, 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 schnell. Sehr gut. Ich hab's, Mann. Juhu! Spawn, spawn, spawn! Okay, sehr gut. Wie man das so planen kann, verstehe ich nicht. Das ist mega krank. Respekt an ihr Bauer auf jeden Fall. Muss ich echt mal so sagen, Respekt an euch. Ihr habt meinen größten Respekt. Ich feiere so eine Maps, ne? Die sind kurz und knackig, muss man so sagen. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch ewig geht oder so. Keine Ahnung. Aber ich feiere dieses Element, was so, ich sag mal jetzt so, kurz für richtige, krasse Spannung sorgt und dann danach so ausklingen lässt mit so einem kleinen Race. Also, was heißt Race? Ist ja für mich jetzt einfach nur eine Spritztour an sich. Aber ich meine jetzt, wenn man das gegen andere macht, dass die alle vier sozusagen gemeinsam runterfahren und dann sich nochmal hier kurz ein kleines Battle liefern oder so. Na gut, das war's dann eigentlich schon mit dieser Folge. Das war super kurz. Ja, jetzt sind's 13 Minuten geworden, aber schon besser als 11, ne? Gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Wahrscheinlich 16 Uhr, bin mir da aber noch nicht sicher, ob ich es schaffe, weil ich muss noch alles Bio und so machen. Und ja, dann lasst ein Like da, falls euch die kurze, knackige Folge gefallen hat, falls ich öfters alleine was machen soll, falls ich öfters ungeschnitten machen soll. Falls ihr meine Videos feiert, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann. Bis dann, ciao.